Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend zur 64. Ausgabe heute von Dungeons of Metatron. Moin Tom Dalton, schön dich zu sehen. Hallo Petit Dreams, danke für 26 Monate inzwischen schon. Wow, doch schon so lange, yay. Na denn. Heute werde ich mal im Stehen streamen. Keine Ahnung, hier gesessen heute im Büro. Im Homeoffice werde ich jetzt mal im Stehen streamen. So, also nicht wundern, wenn ich jetzt... ich habe mich vielleicht ein wenig mehr bewege als sonst. Ich neige dazu, wenn ich so vor meinem Stehtisch... stehe, mich ein wenig hin und her zu bewegen. Ja. So, dann. Genau, ich habe letzte Woche hier im Haus aufgehört. Haben wir doch mal direkt wieder in. Schauen wir nochmal, was das Journal sagt. Oh, Jungweile, Wolle. Ladehemmung? Nö, also keine Ahnung. Also ich sehe und ich schau mal. Also. Nö, Stream lädt. Also, weil ich das hier sehe, sieht alles gut aus.
Und danke für 22 Monate dabei, Jungwolle. Interessant, dass dein Text nicht auftaucht hier im Stream, aber egal. Genau, wo waren wir? Ah ja, ich kann ins Krankenhaus, gehen mit Shani sprechen. Muss zu meinen Freunden gehen. Im Sumpf. Ein Waffenschmied, der endlich geht. Doch mal zu dem Waffenschmied. Schauen wir noch mal wegen der Rüstung. Das klingt doch erstmal nach einem Plan. Das klingt doch nach einem Plan. Nein, ich will mit euch nicht kämpfen. Ich hab keinen Bock mit euch zu kämpfen. Die Schmiede hier? Ah ne, da muss ich scheinbar da rum, da durch und dann da hinten hin. Oder auch nicht. Elfmäßige Schmiede. Gefunden. Scheinbar schläft der Schmied. Ja, noch mitten in der Nacht. Denke ich denn auch? Seid gegrüßt, Herr. Seid gegrüßt. Die weiße Reila behauptet, ihr macht die besten Rüstungen in der Stadt. Ah, die weiße Reila. Möge das ewige Feuer ihren Kampfarm führen. Ihr müsst ein Freund sein. Ihr benutzt Schmiedetechniken der Zwerge? Niemals. Anderlinge beten garstige kleine Götter an. Und ihre Erfindungen sind Teufelswerk. Ich bin nicht die Inquisition. Ich habe von Techniken gesprochen. Ich habe Schriftrollen über Schmiedetechniken der Zwerge gesehen. Das ist alles. Kennt ihr die Geschichte von Rabes Rüstung? Gewiss. Könnt ihr sie neu schmieden? Nicht so hastig. Ihr Schmied hat böse Magie benutzt. Außerdem sind nur eine Schulterplatte, eine Armröhre und ein Handschuh erhalten. Aber wenn ihr mir diese Teile bringt, könnte ich es vielleicht... Was braucht ihr? Die erhaltenen Teile von Rabes Rüstung sowie die Rüstung, die sie inspirierte, die von Graf Kobus Reuter. Der Graf fiel bei Brenner und wurde auf dem Friedhof im Sumpf begraben. Ich werde euch Kobus Reuters Rüstung bringen. Was noch? Ich kann die Elfenlieder durch Gebete zum ewigen Feuer ersetzen, aber ihr müsst mir die Aufzeichnungen eines Elfensangesmeisters und die Litanei der Heiligen Flamme bringen. Den Elfenminnesänger finde ich auf dem Friedhof im Sumpf. Was ist mit der Litanei? Die Gebeine von St. Gregor ruhen im alten, längst vergessenen und fest verschlossenen Sitz der Heiligen Inquisition. Vielleicht hilft euch die Legende des Heiligen weiter. Ich höre zu. Ketzer töteten St. Gregor, einen Inquisitor, um ihre vom ewigen Feuer geläuterten Verwandten zu rächen. Gregor erwartete sie im Tempel mit den Worten des Glaubens und einer Axt namens Fleischhacker bewaffnet. Der Mob griff den Heiligen zweimal wie ein heulender Wind an, doch der gab nicht nach. Als der Heilige die Litanei aufsagte, verbrannte das ewige Feuer die elenden Ketzer zu Asche.
Danach schloss sich Gregor in seinem Tempel ein und erlag seinen Verletzungen. Die Legende enthält den Hinweis, wie die Tempeltür zu öffnen ist. Ich würde es mit verschiedenen, auf Elementen basierenden Zaubern versuchen. Ich werde es versuchen. Die Ostsee, aber sehr böse. Aber schade, Jungwolle. Natürlich nicht wirklich viel, wenn ich rede, wenn der Jungwolle mich nicht hört, aber. Ja. Merkwürdig, ich mache eigentlich, habe eigentlich nichts Außergewöhnliches. Vielleicht ist meine, wahrscheinlich stream halt hier mit der maximalen Bandbreite, die Twitch zulässt. Das kann natürlich sein, dass er vielleicht deswegen Probleme hat, weil ich einfach seine Leitung etwas überlaste, aber. Aber eine sehr hübsche Fliege, die dich umbringt. Aha. Loch in der Mauer, das klingt doch eigentlich interessant.
Schauen wir doch mal, wo uns das Loch in der Mauer hinführt. Fahre ich hier vorbei? Nein, natürlich nicht. Hört doch mal auf, die arme Stadt anzuzünden. Die hat euch doch nichts getan. Ah, euch will ich nichts. Ihr seid nervig, aber. Ja, ich glaube, so ein Loch in der Mauer soll ich nicht kommen. Okay, ich bin natürlich auch gerade völlig, völlig falsch. Völlig falsch gelaufen. Nicht. Ist ja gerade das Problem, dass ich hier nicht lang komme. Ja, vielleicht hinten rum. Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie gesehen. Nee, oh Mann, der will mich tatsächlich hier nicht durchlassen, dann bin ich noch. Dann soll ich da aktuell nicht hin. Ja, toll. Ja, vielleicht tatsächlich auch mit den Leuten reden, ne? Ich muss eindeutig in den. Ah, geh ich doch mal ins Krankenhaus dran. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Shani. Ihr scheint wohl auf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde, nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Das habe ich in Brenner gelernt. Rotschopf hat dort Nilfgaarder und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen. Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch? Man den Ventilator oder geht das?
Ihr behandelt Menschen, wie ich sehe. Wir verwunden sie, damit sie sterben, und ihr behandelt sie wie unlogisch und in höchstem Maße gegen unsere Interessen. Raus aus meinem Krankenhaus. Auf den Straßen könnt ihr euch nach Herzenslust gegenseitig umbringen. Aber lasst euch hier nicht mehr blicken. Shani, Vorsicht. Tötet die Däune. Ich ergebe mich. Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Die dürften euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Lebt wohl. Ups. Ach, drück mal die falsche Taste. Wir werden alle sterben. Den Kasten brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, aber egal. Die Geschichte wiederholt sich. Aber dieses Mal schneiden wir euch mehr als nur die Hand ab. Versucht es, Elfenabschaum. Ich bin die weiße Ryla. Ich fürchte mich nicht vor euch Elfensadisten. Ist mit ihrer Stimme los. Oh.
es schon geschafft. Trotzdem, danke. Nicht der Rede wert. Kommt, unterhalten wir uns irgendwo, wo es sicherer ist. Wir müssen die Barrikade angreifen und die Position halten, bis Verstärkung eintrifft. Wenn wir uns zurückziehen, kontrollieren die Skoyatel fast ganz Alt-Vysima. Moment noch. Ich muss mit Ryla reden. Als Krieger seid ihr fast ein Ideal. Fast? Ja, fast. Auch wenn euch kein Mann besiegen kann, könnte eine Frau... Ihr meint euch selbst? Möglicherweise, aber ich meinte es eher allgemein. Ihr würdet nie eine Frau schlagen oder zumindest würdet ihr zögern. Das glaube ich nicht. Lass die Tiefstapelei, Geralt. Wir wissen beide, dass ein Gewissen tödlich sein kann. Zögert, und ehe ihr euch verseht, habt ihr eine Klinge im Leib. Da irrt ihr euch. Ich werde es euch beweisen. Wir beide wissen, dass ihr niemals das Schwert gegen eine Frau erheben würdet. Ich kenne andere Mittel und Wege, euch zu zähmen. Ha! Beweist es, wenn ihr könnt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Spiel. Wir sind mitten in der Schlacht und du schmeißt mir sowas rein. Also bitte! Oh. Aber immer kann ich meditieren, ist ja auch schon mal nett. Oh, nee, Spiel. Glaub's ja nicht. Das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst. Oh. So toll das Spiel ja auch ist, aber das ist echt... Das ist echt immer... Ja, eine der Karten, immerhin, genau. Jack. Ryla sitzt an der Barrikade fest. Wir müssen ihr helfen. Gehen wir. Wir nehmen sie in die Zange. Verdammt,
Gebiet ist gesichert. Wir müssen die Barrikade durchbrechen. Und was dann? Wir müssen zur anderen Flanke, zu Ryla. Auf zur Flanke! Für den Orden! Keinen Schritt weiter, verstanden? Achso, ja, vermutlich sollte ich hier einen Zauber benutzen. Oder auch nicht. Nein. Ah, hier kann ich. Haltet sie auf. Ich bin halt einzeln tot. Ich muss mal aufhören, mich zu... Heilige Scheiße, ihr seid hier. Dieser verdammte Ort geht vor die Hunde. Bei meiner Ehre, so spricht doch keine Dame. Seid still, Blechmann. Das ist ihre letzte Verteidigungslinie. Vorwärts! Nach euch, werte Dame.
einen Schritt weiter und euer Hals ist abgeknallt. Ihr bewegt euch deine Füße. Wir hauen zu viert auf den einen. Der geschafft! Die Barrikade gehört uns! Sieg! Reiler, wartet. Zum Glück habe ich ihre Karte schon. Eine tapfere Kriegerin. Möge das ewige Feuer ihrer Seele den Weg weisen. Amen. Das ist ein großer Verlust für den Orden. Ich muss den Großmeister informieren. Er wurde zuletzt auf dem Friedhof im Sumpf gesehen. Mein Weg führt mich auch dorthin. Dann sollten wir sofort aufbrechen. Hey, auf in den Sumpf! Was jetzt? Ich werde mich um die Striege kümmern. Irgendwo hier ist ihr Versteck. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. In der Gegend wird erbittert gekämpft. Der Großmeister soll die Offensive persönlich anführen. Ich werde vielleicht schon bald gerufen. Ich komme schon zurecht. Ich werde euch durch die Sümpfe begleiten. Zumindest ein Stück weit. Okay, Flugzeuge. Das sind auch die Spuckeviecher. Yeah.
Ziemlich viele Videosequenzen hier. So, in-game. Den Zauber hätte ich auch gerne. Alles in Ordnung? Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ach, ich hatte auch alles im Griff. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Gerald von Riva, Hexer. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten aus einer verlässlichen Quelle. Erklärt das. Ich finde das schön, wie ich in meinen Nacken spreche. Gerald von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexe, nur die Zeit kann uns lehren. Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Hm. Jedenfalls danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Klingt reizend. Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision. Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen. Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexe. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert. Ein Ideal, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ich werde an diese Worte denken. Siegfried, reiht euch ein. Wir brauchen eure Stärke und euren taktischen Verstand. Jawohl. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Ich gehe mit dem Großmeister nach Vizima. Ich komme euch zu Hilfe, so schnell ich kann. Bis dann. Holen wir einfach mal die Teile der Rüstung. Lauf nicht weg, will ich umbringen.
da irgendwie drauf oder so. Muss irgendwie da oben zu sein, aber. Der eine von diesen Wänden, da kann ich ja nicht. Niemand darf hier durch. Befehl des Großmeisters. Wie wäre es mit einer Ausnahme? Seid ihr verrückt, Hexer? Vielleicht. Wie ich sehe, seid ihr befördert worden. Was meint ihr damit? Der Großmeister hat euch mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, diesen Bereich des Sumpfs zu bewachen. Was habt ihr gesagt? Ihr könnt mich nicht provozieren, Hexer. Ohne triftigen Grund kommt ihr hier nicht durch. Schwachköpfe. Irgendwas übersehen. Ja, stimmt, ich muss ja irgendwie die Tor zu der Gruft aufholen. Nee, das war ja der Großmeister. Das war ja der Heilige. Okay, ja. Gefunden! Wo habe ich denn meinen? Im dunklen Seentrank. Waldkauz. Katze, Katze, Katze. Weißer Honig. Schneesturm. Katze. Oh, habe ich mir viel. Beim neuen Braun bei Zeiten. Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Da drin muss irgendetwas sein. Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen und dann sind Steine herabgestürzt und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. Thank you.
Kiste. Noch eine Kiste. Okay. Nur Geld. Soll ich damit Geld? Ich heute echt ein wenig schlimm an dem Kämpfen. Hallo? Kann ich das nicht essen? Lass essen. Nutzen Rechtsklick. Funktioniert nicht. Sauerei, alles scheiße ist weg. Meteoritenschwert. Ich glaube, das ist besser als das Meteoritenschwert, was ich habe. Ja, das ist eindeutig besser als das Schwert, was ich habe. Von der Kiste.
Der blöde Blutenstatus, der ist echt nervig. Viele von euch sind echt unfair. Ja, noch einer von dir! Habe ich jetzt mal 2 Minuten meine Ruhe? Nein, natürlich, du bist auch noch da. Käse! Uralter Käse aus der Gruft. Ich habe aber keinen Platz für uralten Käse aus der Gruft. Den kann ich ja eh nicht essen. Ja, da kann ich den Käse ja essen. Feuersteine brauche ich nicht. So, er lässt mich nicht essen. Aus ewig alten ausgenommenen Fisch. Ja, lecker. Sowas will man doch. Habe ich schon so drauf gefreut. Ich mal hauen, Jungs. Ja, danke.
Vielleicht sollte ich mir mal einen Trank machen gegen diesen blöden Status. Der ist nämlich echt nervig. Hallo? Schwert-Icon? Änderst du dich mal, damit ich auch angreifen darf? Ich glaube, mein Schwert-Icon ist kaputt. Die richtige Waffe in der Hand. Kampf. Jetzt ging's. Hier, ist hier nichts drin außer dem. Super, ich bin zutiefst beeindruckt. Immerhin habe ich Erfahrungspunkte bekommen. Ist ja auch was Nettes. Ich bin schon wieder kurz vorm nächsten Level ab. Way! Jetzt hier alles? Da geht's noch. Könnt ihr nicht einzeln kommen, um euch abschlenzeln zu lassen? Oh, geht doch. Nacheinander ist das viel einfacher. Das war ja nicht ganz so nervig. Lecker. Grünschimmel. Da? Ein Basilisk? Du bist neu. Du bist tot. Das Grab. Das Donners und die Überreste. Oh, jetzt muss ich halt irgendwas loswerden. Hier.
Ihr Hut, der Hexer, bekennt als Raven, ein großartiger Krieger und Verteidiger der Schwachen. Geehrt sei sein Name. So. Ehre. Nein, kein Ausgang. Rolle, Rolle, Rolle. Wo war das denn? Oh, doch, die hatte ich sogar schon. Ja, toll. Das Bier ganz umsonst weggetan. Na egal. Aufzeichnung eines Elfenminnesängers. Ich gehe mal einmal in die Druidenhöhle, schauen, was die mich so sagt. Wer aussah? Die Druidenhöhle, aber scheinbar. Kann ich dir. Achso, ich bin noch im Kampf. Ist Kampf vorbei? Darf ich jetzt hier rein? Nein, da ist immer noch Kampf. Jetzt oder? Was gibt's, Wanderer? Was macht ihr denn hier? Wir planen unseren Protest gegen die Abholzung und die Ausrottung bedrohter Arten. Nicht gerade die beste Zeit. Nach der Rebellion führen wir unseren grünen Protestmarsch bis vor das königliche Schloss. Wir protestieren, bis uns der König anhört. Wir haben Gesänge einstudiert wie »Rettet den Wald, macht vor Abholzung Halt« oder »Schlachtet keine Tiere mehr ab«. Ich würde vorschlagen, den Protestmarsch noch lange zu verschieben. Das können wir nicht. Die Natur ruft um Hilfe. Habt ihr Waren zum Tauschen? Und habt ihr Hundspetersilie, Edelsteine, Schals oder weiße Rosen? Ich habe ein paar Edelsteine. Wirklich? Ich habe einen Diamanten gefunden. Trefflich.
Ja, denn ich hatte ihn doch gerade noch im Inventar. Wo habe ich ihn hin aufgeräumt? Ah, da. Da ihr gebracht habt, was wir brauchen, erhaltet ihr im Gegenzug Tränke. Schön. Der Diamant ist der klarste Stein. Mit diesen Tränken seht ihr eure Feinde selbst in der finstersten Nacht. Wenn ich noch etwas finde, das ihr brauchen könnt, komme ich zurück. Wunderbar. Und jetzt muss ich mich um die Einzelheiten unseres Protestes kümmern. Bis zum nächsten Mal. Devries-Extrakt? Ah ja. Was ist irgendwas? Habe ich Hundspeterie? Hä? Hundpilz. Grünschimmel. Ian. Nein. Luftröhren. Da, Hundspetersilie. Oh, so richtig viele. Na dann. Hallo. Genau. Lasst uns in Ruhe. Wir planen unseren grünen Protestmarsch. Ach so. Na dann. Euer Ruf eilt euch voraus. Soll heißen? 5 Ungeheuer sind tot. Das ist eine Belohnung wert. Dieser Runenstein könnte nützlich sein. Kann ich behilflich sein? Es heißt, tödliche Ungeheuer hätten sich nahe der Gruft in den Sümpfen eingenistet. Wisst ihr mehr darüber? Die Leute sprechen von einer Art Fledermaus und einer Vampirin. Könntet ihr euch das mal ansehen? Was könnt ihr mir noch sagen? Fragt, Hexer. Ihr beschützt Verbannte? Ja, liebe deinen Nächsten. Betet ihr das ewige Feuer an? Eigentlich nicht, aber ich bin vorsichtig. Und ein paar gute Taten können sicher nicht schaden. Lebt wohl. Was gibt's, Wanderer? Habt ihr Waren zum Tauschen? Und? Ich habe Hundspetersilie. Her damit! Da ihr gebracht habt, was wir brauchen, erhaltet ihr im Gegenzug Tränke. Schön. Bei unserem Marsch symbolisieren die Blätter der Hundspetersilie das Leben. Mögen diese Schwalbetränke euer Leben regenerieren. Wenn ich noch etwas finde, das ihr brauchen könnt, komme ich zurück. Wunderbar. Und jetzt muss ich mich um die Einzelheiten unseres Protestes kümmern. Bis zum nächsten Mal. Zeit zu bieten. Leider keine Damenkleidung dabei. Hätte ich gewusst, dass die Druiden sowas brauchen.
Ich habe keinen Alkohol mehr dabei. Genau. Vielleicht kann ich mir den Druiden ja Alkohol kaufen. Peter Corbin? Hexer, ich muss mit euch reden. Ja? Ihr seid jüngst in Foltestsburg gewesen? Stimmt. Hatte meine Base Antoinette etwas für mich? Ja, ich habe euer Gold. Vielen Dank. Was gibt's, Wanderer? Hilfe. Sure. So. Katzentrank, Katzentrank. Thank you.
Ja, ich bin immer noch nicht dran. Was von euch gibt's denn hier? Soll ich aber irgendwelchen Dingen reagieren, wenn hier ständig die Leute sind? Termine. Ein Sumpf ein wenig nervig ist es, dass man deren Lebensenergie nicht sieht, weil der hat immer Minen eigentlich. Also für mich ist es Retro. Das ist mal 2007, das reicht. Weil es ist sogar die Enhanced Edition, die hier, also das normale, normale Witcher 1 ist sogar noch ein bisschen älter. Deswegen also. Alt genug für mich. Ach, wieder kein Tafelwasser. Wenn ich hiermit durch, aber wenn ich mit Witcher 1 durch bin, werde ich erstmal was spielen, was wieder deutlich älter ist. Bin noch nicht ganz sicher was, aber ein Rollenspiel, das deutlich älter ist, wird mir schon einfallen. Ich habe genug hier rumstehen. Ultima 1 ist vielleicht ein bisschen arg alt. Und ich weiß auch nicht, ob sich das so gut zum Streamen eignet. Also. Ich meine, ich könnte es mal ausprobieren. Wobei 1 habe ich tatsächlich nicht hier stehen. 3 habe ich, das älteste, was ich hier stehen habe. Weil ich hätte 1 original bei GOG. Also. Könnte ich durchaus auch spielen. Also verfügbar wäre es durchaus. Ach, keine Ahnung, vielleicht ein Dungeon Master oder ach, ich habe hier noch so viel. Ich schau mal, was mir einfällt.
Stein des Wanderings. Wandert aber nicht. Und macht nichts. Oh, ich habe jetzt hier keinen richtigen Grund, in die Mine zu gehen, dann gehe ich mal wieder. Ach, stimmt, den hatte ich ja gerade eben erst. Friedhof im Sumpf. Aber ich bin ganz zitterigen im Sumpf hier. Schön, wie ich die alle noch getroffen habe, obwohl sie ewig weit von mir wegstanden. Ja. Ganze Karte aufgedeckt. Guck mal. Gehen wir noch mal zu dieser Flüchtlingshöhle. Den Kampfmodus ziehen und dann weglaufen. Das ist nicht die feine Art. Was macht man? Habe ich in die Höhle? Nein, dann will ich. Ich weiß, was die Höhle ist. Aber.
Endlich! Antoinette hat sich wahrlich Zeit gelassen. Wo ist mein Gold? Und wer mögt ihr wohl sein? Antoinettes Vetter! Ihr müsst ihr Bote sein. Begrüßt ihr alle Fremden so? Oh, genug der Spielchen. Kein normaler Mensch wagt sich heutzutage in den Sumpf. Wo ist mein Gold? Hier. Danke. Endlich kann ich nach Hause zurück. Ein Typ. Es ist was faul im Staate Temerien. Höchste Zeit auszuwandern. Und wo war der König, als das alles begann? Nächste Höhle. Hexer Geralt? Ja? Stimmt es, dass ihr Zugang zu Foltests Hof habt? Der König hat mich angeheuert. Das kümmert mich nicht. Ich wüsste nur gern, ob ihr dort meine reizende Base Antoinette getroffen habt. Habe ich. Hier ist euer Gold. Vielen Dank. Okay. Ah, nein. Nein, ich will die Flüchtlinge nicht umbringen. Es ist was faul im Staate Temerien. Jetzt sollte ich sie doch umbringen.
Okay, alles führt mich jetzt da ja, zu dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Hallo, Skarkens. Ein paar viele für meinen Geschmack. Beim mit dem blöden. Hier, wo ich geschickter angehen. Den Zauber wollte ich, genau. Die ganze Zeit den falschen Zauber gezaubert. Doch doof. Thank you.
Way. Komm, lauf in die Falle. Ja, warte. Einzeln sind die wirklich deutlich einfacher. Tada. Geht denn da hinten rum? Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er hat strohblondes Haar, Sommersprossen auf der Nase. Ein Kind von 12 Wintern. Nein, tut mir leid. Ich habe hier Feuer gemacht, damit er durch den Nebel findet. Oh, mein geliebter Sohn. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich suche die Striege, die hier irgendwo ihr Versteck hat. Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Hügel? Die Striege lebt in der Gruft. Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut. Sie lässt euch in Ruhe? Einmal hatte sie es auf mich abgesehen. Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll. Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter. Seither meidet es mich. Interessant. Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat. Es war grauenhaft. Erzählt mir davon.
als das Haus meiner Nachbarn von Elfen in Brand gesteckt wurde, bin ich aus der Stadt geflohen. Die wollten mich zur Armee einziehen. Zum Glück ist König Folters zurück. Der legt diese Anderlinge wieder an die Kette. Richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Ein wenig unscharf. Seid gegrüßt, Geralt. Foltes bat mich, nach euren Fortschritten zu sehen. Vertrauen ist unerlässlich. Stimmt, aber dieses spezielle Ungeheuer ist seine Tochter. Warum seid ihr hier? Foltes weiß genau, dass jemand den Fluch erneuert hat. Er kann nicht glauben, dass Adda von allein zur Bestie wurde. In der Gruft könnten Beweise sein. Foltes bittet euch, den Sarkophag zu durchsuchen, in dem die Prinzessin schläft. Liefert alle Beweise ab, die ihr findet. Ich werde den Befehl des Königs befolgen. Und jetzt führt mich zur Prinzessin. Folgt mir. Eine Katze nicht. Doch. Und unterschiedliche Arten von Trinken.
Die Dämmerung zieht bald herauf. Wenn ich sie töten will, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Ich habe aber nicht wirklich vor, sie zu töten. Tor ist verschlossen. Thank you.
Ist wirklich lustig zu töten. Ach, klar, im Spielstand. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Ich will eigentlich erst erkunden, bevor ich... Ja, die Aufzeichnung des Elfenminnesängers.
Oh ja. Ostritz Tagebuch. Ich verfluche euch, Volltest, und hoffe, ihr schmort in der Hölle. Ich verfluche euch, eure inzestuösen Taten. Eure Schwester Ada hat einen besseren verdient. Flehe das Schicksal an, auf das euer Lüsternheit, Kind, so monströs sein möge wie ihr selbst. Wenn die Hexe die Wahrheit gesagt hat, werdet ihr meine Rache bald schmecken. Ich muss lediglich alle Zutaten vorbereiten und die Worte dreimal aussprechen. Manche sagen sogar, die Worte seien nicht erforderlich. Man muss nur hassen. Mein Hass brennt wie Feuer. In Randnotizen steht etwas über den Fluch. Das wollte jemand herausfinden, wie dieser Fluch zu erneuern ist. Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Bestie. Ihr versteht doch, Sicherheitsmaßnahmen. Ah ja, okay. Jetzt sehe ich mit dem Zauber jetzt etwas im Ernst. Thank you.
Weil der Stein des Wanderers macht. Egal. Nein. Nee, ich will gegen ihn nicht kämpfen. Ich muss mir noch irgendwas anderes überlegen. Das kann es irgendwie nicht sein. Das kann es nicht sein. Egal, werde ich mir überlegen. Mache ich heute nicht mehr. Weil eigentlich will ich versuchen, sie zu retten. Naja, wie gesagt, ich denke, dann haben wir uns das nächste Woche an. Was man da am besten macht, um sie zu retten, was auch mit dieser komischen Stelle da auf sich hat, warum man mich da irgendwie hinführt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, also eine gute Nacht. Gehabt euch wohl. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao, ciao.